Hallo, mitten in den Ferien. Vielleicht packen Sie auch gerade Koffer oder haben Sie schon wieder ausgepackt. Diesen Koffer habe ich mir als erstes selber gekauft, als Studentin. Ich war jung und noch ganz verliebt. Mein Freund ging damals nach Israel und ich nach England. Aber bevor wir gingen, sind wir noch mal ein paar Tage bei seinen Eltern gewesen. Haben die Zeit genossen, voll Abenteuer, Vorfreude, aber auch schon mit ein bisschen Trennungsschmerzgefühl. Am Abreisetag haben seine Eltern zu uns gesagt, wir möchten euch segnen. Und sie haben uns dann mitgenommen, für uns gebetet und wir haben uns hingekniet und dann lagen ihre Hände auf meinem Kopf und sie sagten, Gott segne und behüte dich. Komm mit reichen Erfahrungen gesund wieder nach Hause. Und von dem Augenblick an, das weiß ich noch, hatte ich das Gefühl, es wird alles gut, egal was in diesem Jahr passiert, in dieser Veränderung. Inzwischen bin ich schon viele Jahre mit meinem Mann verheiratet, der mein Freund war. Und jetzt ist es unser Sohn, der seinen Koffer packt für das Auslandsjahr in Texas, der seine Freundinnen zurücklässt und sich freut auf Gastfamilie, Highschool, nicht so sehr auf 36 Grad im Schatten, aber er macht sich auf den Weg. Und wir haben ihn diesmal als Eltern gesegnet. Und als ich meine Hände auf seinen Kopf gelegt habe, da habe ich gespürt, das tut mir gut. Zu wissen, egal was ihm passiert, Gott ist bei ihm und behütet und beschützt ihn. Er ist niemals allein, selbst wenn nicht alles gut geht. Sommerferien. Meistens ist das ja so eine Zeit zwischen zwei Klassen. Aber immer wieder ist es auch eine Zeit der Veränderung. Abschied von der Schule, Beginn der Ausbildung oder des Studiums. Und dann tut es vielleicht gut, einfach mal einen Segen zu bekommen oder zu sprechen. Segnen geht übrigens ganz einfach. Gott segne und behüte dich in allem, was dir begegnet. So ein Satz, vielleicht auf eine Karte. Wenn Sie mutiger sind, mit Handschlag oder sogar, wenn Sie es wagen wollen, mit Hinknien. Bisschen ungewöhnlich, aber eine wunderbare Erfahrung. Seien Sie gesegnet in diesem Sommer. Musik